Hallo und willkommen auf unserem Kanal Unser Leben als Viele. Ihr fragt euch bestimmt, warum unser Leben als Viele. Ich bin Corinna, ich bin 23 Jahre alt und ich habe die Diagnose dissoziative Persönlichkeitsstörung. Im Volksmund wohl noch eher bekannt als multiple Persönlichkeitsstörung. Das bedeutet, dass ich in mir mehrere Persönlichkeiten habe. Das könnt ihr euch so vorstellen wie eine WG, nur in einem Körper. Jeder hat seine eigenen Gedanken, jeder hat seine eigenen Hobbys. Es gibt gewisse Ähnlichkeiten, aber doch ist halt jeder eigen für sich. Ich kann die Gedanken von ihnen auch nicht beeinflussen. Also jeder hat seine eigenen Gedanken. Kann so weit gehen, dass ich oder dass der Körper die Augenfarbe wechselt. Wir reagieren unterschiedlich auf Medikamente, wir reagieren unterschiedlich auf Alkohol. Warum wir anfangen wollen mit YouTube, ist, weil wir zwei Videos auf dem Kanal Die Frage gesehen haben, wo es um dissoziative Persönlichkeit ging. Und wenn ihr die zwei Videos noch nicht oder wenn ihr den Kanal nicht kennt, findet ihr ihn unten in der Infobox. Da stelle ich das Video mal rein, dann könnt ihr da auch mal vorbeischauen. Die Videos sind sehr gut. Ich finde, dass sie auch super rüberbringen, wie es in Menschen wie mir vorgeht, als mehrere in einem Körper. Und da unter diesen Videos haben wir sehr viele Kommentare gelesen, also sehr viele Fragen. Und da dachten wir, hey, diese Fragen können und wollen wir euch auch beantworten. Und wenn ihr darauf Lust habt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Oder am besten stellt direkt eure Fragen auch noch in die Kommentare. Und wir versuchen, so gut es geht, auf euch und die Fragen einzugehen. Was euch auf diesem Kanal erwarten wird. Ja, wir haben eine Serie geplant, wo unsere Persönlichkeiten im Einzelnen Fragen beantworten, ihre Vorlieben erzählen, ihre Hobbys erzählen, wie es in der Partnerschaft ist. Dazu können wir dann halt auch unsere beste Freundin und unseren Partner dann mit einbeziehen, die dann auch nochmal für sich erzählen, wie es ist, mit uns als Viele zusammenzuleben, wie es mit der Sexualität ist, wie es ist, mit uns unterwegs zu sein, wie es ist, jemanden als Freund oder Freundin zu haben, der mehrere in einem Körper ist, der sowohl weiblich-männlich als auch Kinder in sich trägt. Und das macht jede Freundschaft von uns oder auch die Partnerschaft schon zu etwas Besonderem. Und wenn ihr darauf Lust hättet, dass wir unseren Partner oder unsere beste Freundin dazu mal einladen, dann schreibt uns das auch gerne in die Kommentare, falls es euch interessiert, das Thema, wie wir damit umgegangen sind, als wir die Diagnose bekommen haben, wie es danach für uns war, wie es weiterging, weil da wir die Diagnose ja auch erst seit gut einem Jahr haben, also wir leben seit gut einem Jahr bewusst als Viele und dann vielleicht auch ein Video darüber, wie wir momentan leben, wie unser Alltag aussieht, was wir beruflich machen oder machen wollen. Dann auch, Entschuldigung, dass ich immer so nach unten gucke, aber ich habe hier so ein kleines Blatt mit Notizen. Dann zum Schluss vielleicht nochmal der Hinweis auf unserem Blog auf Instagram. Dort heißen wir auch Unser Leben als Viele. Da haben wir schon in einigen kürzeren Beiträgen versucht, unseren Alltag zu beschreiben und verschiedene Situationen zu beschreiben, wie wenn es darum geht, dass wir feiern gehen, wie es darum geht, wenn wir einen Film gucken möchten, wie das ist mit den kleineren Persönlichkeiten, wie es ist, wenn wir unsere Nägel machen lassen, wie die Jungs da sich in uns fühlen, wie es ist, wenn wir uns
wenn Tattoo-Termin ansteht, wie wir das unter uns diskutieren, welches Motiv in Ordnung ist, welche Stelle. Sowas haben wir da schon versucht, ein wenig zusammenzufassen. Das werden wir dann halt natürlich auch in Videos versuchen umzusetzen. Und jetzt sind wir schon am Ende angekommen unseres kleinen Einstiegsvideos. Und ich hoffe, ich konnte euer Interesse an unserem System wecken. Und vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut!